Einsam, alleine, alkoholsüchtig und schon lange tot. Dies könnte die Überschrift zu diesem Haus und seinem letzten Bewohner sein. Doch der Schein trügt offenbar. Bei genauerem Hinsehen stoßen wir auf Spuren, die auf etwas ganz anderes hindeuten. Wir sprechen hier von einem Leerstand von nur einem halben Jahr. Die Uhr, die tickt sogar noch. Moin moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Lost Place Video auf meinem Kanal. Ich bin zusammen mit Luca und Marcel irgendwo auf dem flachen Land gelandet. Abgesehen von einer Bundesstraße und einem riesigen Windpark ist hier quasi gar nichts, also wirklich überhaupt nichts. Und da vorne, also quasi da, hinter den Bäumen und Büschen und weiß der Teufel, was da noch alles drin ist, da ist ein verlassenes Wohnhaus, was sehr interessant sein wird. Ich hoffe, wir kommen da rein und ich würde euch jetzt schon mal viel Spaß mit diesem Video wünschen. Das mit der Straße ist natürlich jetzt ein bisschen doof, aber es geht nicht anders. Ansonsten würden wir dem Bauer das Feld platt treten. Ah. Da vorne kann man schon irgendwie so ein Zaunelement ausmachen, was da irgendwie schon auf 7:30 hängt. Liebe Güte, ist das zugewuchert. Ach du, das ist die Brennnesselhölle. Hier. Guckt euch das mal an. Brennnesseln ohne Ende. Also der gesamte Hof davon ist voll. Und wenn man so sagen möchte, von den Brennnesseln verschluckt, steht hier gleich erstmal ein Auto. Na, das wird ja ein Spaß werden, zu dem Haus zu kommen. Ja, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Es hilft ja nichts. Also hier sind schon so ein paar Pfade ausgetreten, die man auf den zweiten Blick erkennen kann. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es der schlauste Weg ist, den zu folgen. Guckt euch mal das an. Also ich bin wirklich erstaunt. Ich habe es in der Intensität seit langer Zeit nicht mehr gesehen. Hier haben wir mal einen Blick auf das Auto. Es wird wohl ein Fiat sein. Steht da sicherlich schon seit, naja, wie viele Jahre? Kann man nur mutmaßen, ne? Ein Blick in die Mülltonne. Na, schade, normalerweise, also in manchen Fällen kann man da irgendwelche Zeitungen dann finden und hätte dann gleich ein Datum. Ich glaube, hier könnten wir schon mal ein bisschen näher an das Haus rankommen. Das ist hier so ein Anbau. Ich hätte fast gesagt Garage, aber mit dem Dach eher nicht. Ach du. Was ein Spaß. Okay, hier sieht man das Haus schon mal von hinten. Das ist ein ziemlich großer Schuppen. Das eben gerade war anscheinend nur der äußerste Anbau davon. Hier stehen alle Türen irgendwie offen. Hier haben wir einen Berg Kohle. Da können wir auch gleich die Heizung einverorten sozusagen. Und jede Menge
Müll. Jede Menge Müll. Ach du meine Güte. Leute, das Haltbarkeitsdatum, ich habe mal hier die erstbeste Tüte mal so ein bisschen zurechtgerückt, dass man da rauf gucken kann. Die ist tatsächlich noch bis 23 haltbar gewesen. Also, beziehungsweise bis Anfang 23. Haarmilch, wie lange hält die? 2 Jahre? Also haben wir in etwa das Datum 2021 oder 20. Und auch hier kann man sagen, so lange ist dieser Ort noch nicht verlassen. Guckt euch mal das Fahrrad an. Also der Reifen hat auf jeden Fall noch Luft. Das kann noch nicht so lange her sein. Ja, wenn wir jetzt gerade mal hier stehen, das könnte wohl eher eine Garage sein, mit Werkbank, allerlei Utensilien. Gehen wir mal weiter. Oh, hier muss man vorsichtig sein. Ich hätte jetzt gedacht, hier geht's runter, aber das ist anscheinend nur so ein bisschen, was so gebröckelt ist. Boah, meine Güte. Müll, 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 alles zugemüllt. Jede Menge Eierpappe und sowas. Und es stinkt hier drinnen. Gut, kann sein, weil das hier vielleicht mal ein Stall war, wenn man sich das hier so anguckt. So, und nun kann man sagen, dankenswerterweise ist das Haus offen. Oh, und es ist noch eingerichtet. Hier haben wir gleich einen Blick in die Küche. Bevor wir da reingehen, gucken wir uns aber trotzdem noch mal ganz kurz den Außenbereich zu Ende an. Ich trage euch hier einfach mal rum. Oh, hier liegt eine Puppe. Horrorpuppe oder irgendwas. Da steht ein Roller. Ein abgemeldeter. Also, dass das Ganze nicht sehr lange verlassen ist. Das spürt man hier auf jeden Fall sehr deutlich. Das ist zwar alles hier so mit ein bisschen Blätter voll, aber das sieht alleine schon mit diesem Ding, was hier aufgehangen ist, mit diesem Beutel, sieht das hier noch so belegt aus. Okay, aber der Roller scheint hier schon länger zu stehen. Ich glaube, da ist der Reifen schon mit ein bisschen weniger Luft. Was ein Schuppen, was ein Durcheinander vor allen Dingen. Hallo? Alter! Freunde, es geht gleich nacheinander los. Das ist die Küche, da haben wir eben gerade reingeguckt. Hier geht es in irgendeinen Durchgang. Das Haus ist also, wie wir von außen schon gesehen haben, nicht klein. Und dann gehe ich hier rein, schaue nach links und sehe als erstes das hier. Das ist ein Lost Place-Feeling, sage ich euch. Denn das? Ach was, die Uhr, die tickt sogar noch. Also Freunde, ich weiß gar nicht, wie soll ich das Feeling, das Lost Place Feeling in diesem Haus, in diesem ersten Raum quasi schon beschreiben. Vielleicht fangen wir gleich mal hier vorne an. Das Badezimmer ist immer eine sehr, oder die Waschecke wäre es ja in dem Fall, ist ja immer eine sehr persönliche Geschichte. Allein schon, dass hier noch so Rasierzeug und so weiter drin ist. Es riecht hier so extrem noch nach Mensch. Es riecht hier so extrem verraucht. Guckt euch mal, lasst einfach mal die Wände auf euch wirken. Wie vergilbt die sind. Und genauso riecht es hier auch. Es riecht hier noch so dermaßen nach Mensch. Nach jemandem, der hier drinnen gelebt hat. Aha. Guckt mal. Das ist wirklich nicht lange her.
Wer weiß, ob es der Einwohner war. Es kann natürlich auch ein Obdachloser gewesen sein. Das ist ja immer möglich. Aber so weit abgelegen kann ich mir das kaum vorstellen. Das würde, wenn man das zugrunde legt, bedeuten, wir sprechen hier von einem Leerstand von, ja, nur einem halben Jahr. Kann man das angesichts des Zustandes, des Verfallszustandes von Spinnenweben und auch dem Verfall hier an der Decke durch Feuchtigkeit, kann man das glauben? Das ist ja irre. Okay, aber kommen wir nochmal ganz kurz zum Anfang zurück. Luca möchte ja auch anfangen zu filmen. Das war die Küche. Die sieht halb chaotisch aus. Also, es ist irgendwas gestapelt in Säcken. Und wenn man sich genauer anschaut, was es ist Kleidung. Kleidung in Müllsäcken. Ungeordnet. Quasi zum Abtransport für die Müllabfuhr bereit. Das spricht wohl eher danach, dass derjenige, der hier gelebt hat, wohl nicht mehr am Leben ist. Kühlschrank. Kühlschrank, wir kommen ja nicht drum herum. Aha. Was sagt das aus? Ein fast komplett leerer Kühlschrank. Ich würde sagen, das unterstreicht so ein bisschen meine Theorie von eben. Also, dass vielleicht jemand verstorben ist. Jemand hat sich zunächst im Haus angenommen, hat grob sortiert, vielleicht den Kühlschrank ausgeräumt und dann aufgehört, wie es halt so häufig ist. Bei irgendwelchen Erbgeschichten. Mutmaßlich, ne? Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und dann bleibt so ein Ort einfach mal, so wie er ist, konserviert. Zum gewissen Teil zumindestens. So, gehen wir mal hier ein bisschen weiter. Hier gibt es nochmal einen Kalender. November, Dezember, das würde zumindest mit der Zeitung passen. Eine Jahresangabe steht jetzt hier leider nicht. Okay, hier ist der Flur. Jetzt ist es wahnsinnig dunkel hier drin. Hier stehen auch irgendwelche Dinge, die zusammengeräumt wurden, da rausgeräumt wurden von ihren ursprünglichen Plätzen. Tja, und dann geht es hier weiter. Das scheint ein größeres Wohnzimmer zu sein. Hier haben wir Jacken, aber das, was ich euch erstmal zeigen möchte, weil es mich halt sehr beeindruckt hat. Jede Menge Alkohol. Jede Menge Alkohol. Mir ist das in der Küche schon aufgefallen, mit angesichts der ganzen Flaschen, aber hier geht das nochmal richtig los. Oha. Oha. Alkohol. Richtig viel Alkohol und Zigaretten. Richtig viel Alkohol und Zigaretten. Guckt euch diesen Tisch da vorne an. Spricht irgendwie schon fast für sich, ne? Hier vorne an der Tür haben wir nochmal einen nicht mehr als solches erkennbaren Tisch, weil er vollgestellt ist. Ein paar Platten. Und es ist mir eben gerade bei diesem Rauchersessel schon aufgefallen, es gibt hier Kinderspielzeug. Immer mal wieder zwischendurch Kinderspielzeug. Hauptsächlich, sag ich mal, für einen Jungen. Und auch hier ein riesig großes Sammelsurium an Flaschen. Der Schrank ist auch noch eingerichtet. Mit Videokassetten. Mindestens 20 Jahre alten Festplatten. Und so Hemden. Und sowas. Alles, wie ich meine, für einen Herren. Und auch hier, guckt mal, Videokassetten. Das muss eine richtig große, also wenn das hier voll gewesen ist, war das hier eine richtig große Filmsammlung. Tja, das ist der Raum jetzt gegenüber, wo ich sage, das wäre das Wohnzimmer. Kann möglich sein. Auffällig als allererstes ein Schrank, der auseinandergebaut wurde. Hier wurde auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall jemand angefangen, hier aufzuräumen. Und jetzt, wo ich hier gerade stehe, irgendwie, sieht man das, dass dieser Teppich irgendwie nachgibt? Ich weiß nicht, ist das Steinboden? Ich glaube, ich bin mal lieber vorsichtig. Ich glaube aber, dass man auch von hier aus, trotz dass hier schon angefangen wurde aufzuräumen, einiges sehen kann.
Zum einen Weihnachtsdekoration. November, Dezember war ja das etwaige Datum. Ich würde mal sagen, das ist es dann auch. Vielleicht so in der ersten Adventszeit könnte hier irgendwas passiert sein. Wir sehen wieder Kuscheltiere. Also auch das ist wieder ein Thema. Und fast übersehen in der Ecke ein kleines Schätzchen. Ein sehr altes Radio. Leider in einem sehr schlechten Zustand. Jetzt versuchen wir nochmal. Ich glaube, das ist Stein. Ich glaube, das ist nur irgendwas Welliges unter dem Teppich. Hier sind Unterlagen von einer Bausparkasse. Okay, hier wird von einer Frau gesprochen. Das wundert mich sehr. Ich will das jetzt nicht unbedingt anfassen, das Ding. Gehört sich auch nicht, irgendwie darin zu fühlen. Ich gucke mir halt nur das an, was offensichtlich hier liegt. Aber so von der Aufmachung her, ist es irgendwas mit Bausparvertrag oder sowas. Mein Datum sehe ich nicht. Von der Schrift her würde ich aber sagen, es ist zwar Euro, aber schon eine Zeit lang her. So, und dann hätten wir hier den letzten Raum. Aber wir standen vorhin nicht auf der anderen Seite. Dahinter ist der Schuppen mit dem Roller. Ja, und auch hier eine Leiter. Also sinnbildlich für, hier wurde angefangen auszuräumen und kurz danach hat man aufgehört. Stand wahrscheinlich mal ein kompletter Schreibtisch. Also sicherlich nur eine ganze Menge mehr als nur das, was man jetzt hier sieht. Und das, was ja noch nicht angefasst wurde, sind diese Bilder. Was auch interessant ist und was man auch erst auf den zweiten Blick sieht, guckt euch mal die Wände an. Das hat hier so mehr oder minder unverputzt, wie das hier aussieht. Also ohne Tapete oder irgendwas. Das hat schon irgendwas von Bauernhaus. Irgendwie, draußen war ja auch ein Stall. Vielleicht war es mal beides irgendwie. Wenn man hier reingeht, hat man zumindest Tapete. Und auch ja, die Decke ist auch so ein bisschen verkleidet mit irgendwas. Wahnsinn. Jetzt müssen wir nochmal zurück zum Eingang. Da war ja noch ein Weg geradeaus durch an so einem Vogelkäfig vorbei. An diesem Vogelkäfig vorbei. Badezimmer. Wahnsinnig dunkles Badezimmer. Im riesigen Waschkessel. Das ist auch alles irgendwie improvisiert. Okay, hier geht's nochmal weiter. Das war das Schlafzimmer. Also ich würde sagen, das hier ist ein Bett. Oder war ein Bett. Ich weiß nicht, ob es noch da drunter ist. Ist alles vollgestellt, wie man sehen kann. Tja, und ein leerer Kleiderschrank. Also hier hat man auf jeden Fall ordentlich angefangen auszuräumen. Sieht man auch hier. Die ganzen Schränke sind ja zusammengestellt. Tja. Ist natürlich die große Frage, warum man hier nicht weitergemacht hat. Tja, und wie das immer so ist, ne? Hier bleibt auch einiges zurück. Ich meine, ich bin wirklich nicht derjenige, der irgendwie wühlt oder so etwas, aber sowas fällt mir dann auch noch auf. Ich würde sagen, es ist eine 6. oder 7. Klasse. Vielleicht auch noch ein Jahrgang älter. Zerfetzt an den Seiten, wahrscheinlich aus irgendeinem Album rausgerissen. Warum auch immer. Tja, und das war's dann im Prinzip. Hier hat man nochmal ein Waschbecken. Ganz spartanisches Waschbecken. Und ich glaube, hier geht's ja hoch zum Dachboden. Ah, steile, 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 steile Treppe. Die Stufen geben schon teilweise nach. Hä? Leute, guckt mal. Hier sind unglaublich viele Einmachgläser. Ich habe mich schon gefragt, wo wir sie denn finden werden. In diesem Fall nicht im Keller. Ich weiß gar nicht, ob es einen Keller gibt, sondern auf dem Dachboden. Und hier kann man auch noch mal so ein bisschen die Konstruktion von dem Haus sehen.
Es war wahrscheinlich mal irgendwie so ein Bauernhaus oder so etwas. Es ist vor allen Dingen, wenn es kein Bauernhaus war, es ist in jedem Fall ein sehr altes Haus. Wenn man sich das hier anschaut. Vielleicht über 100 Jahre alt. Tja, liebe Leute, ich glaube, damit haben wir auch alle Räume jetzt durch. Was soll man am Ende sagen? Es ist das übliche Lost Place-Thema. Das, was zurückbleibt, wenn wahrscheinlich irgendjemand unsere Welt verlässt. Und wenn man sich dann, wenn es aus irgendeinem Grunde keinen gibt, der sich dann der ganzen Sache wirklich annimmt, dann bleibt das alles so zurück wie hier. Tja, so ist es halt. So ist es halt bei dem Thema Lost Place so häufig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine sehr emotionale Sache, gerade mit dieser ganzen Alkoholgeschichte. Tja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao. Eigentlich könnte dieses Video damit zu Ende sein. Aber wie so häufig passiert am Ende doch noch etwas. Ich wartete auf Luca, der noch ein paar Aufnahmen machte, und plötzlich war da dieses Geräusch. Was war das für ein Geräusch? Das würde jemand über etwas übergelaufen sein. Hallo? Ich hab das doch gehört. Ich hab das auch gehört. Das war immer über so eine Halsplatte so gelaufen. Leute, was ist das hier? Hier geht's irgendwie runter. War anscheinend mal geschützt von so einer Falltür. Das müssen wir uns doch nochmal anschauen. Oh, das könnte ganz schön... Oh, es ist so rutschig. Licht. Logischerweise. Es ist einfach nur eine Art Kellerraum und es muft hier drinnen. Wahnsinn.